Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute ist ja Sonntag, so ein kleiner gemütlicher Sonntag bei mir. Ich habe mir jetzt so mein Lieblings-T-Shirt angezogen, riesengroß und einfach nur so ein bisschen geschminkt, so das Nötigste, so ein bisschen Fett auf die Lippen. Ja, und heute ist so ein gemütlicher Tag bei mir. Was ich euch jetzt mal so zeigen möchte oder wovon ich einfach mal quatschen möchte, ist, dass es so ein paar Produkte bei mir gibt, die nicht zu ersetzen sind. Das heißt, das sind alles so Sachen. Ich habe so einen Korb vor mir, deswegen gucke ich immer runter. Ich habe echt so einen Korb zusammengestellt, mal so aus Sachen, die ich einfach so toll finde und die ich euch unbedingt weiterempfehlen möchte und worüber ich mit euch quatschen möchte. Es gibt so ein paar Sachen aus der Drogerie, aber auch was Neues von Asam und so weiter. Und deswegen möchte ich mal darüber mit euch reden und vielleicht hilft euch das ja so ein bisschen weiter, dass ihr sagt, ach Mensch, das kannte ich noch gar nicht. Und vielleicht habt ihr ja auch so ein paar Tipps für mich, so Produkte, auf die ihr nicht mehr verzichten möchtet und die nicht ersetzbar sind. Oft. Also wenn man jetzt ein Duschgel hat oder so, das ist ja schon ersetzbar. Also da testet man ja immer mal wieder was Neues oder so. Ne? Aber es gibt halt bei mir so Sachen, wo ich sage so, also da habe ich einfach noch kein besseres Produkt gefunden bis jetzt. Kann natürlich sein, dass es immer mal wieder auftaucht in meinen Favoritenvideos, weil ich da noch nichts Besseres gefunden habe. Aber ich hoffe trotzdem, dass so ein paar Neuheiten für euch dabei sind. Weil, ja, ich glaube, so ein paar neue Sachen sind hierbei, die ich jetzt so gerade neu für mich entdeckt habe. Ja, eine alte Geliebte ist hier und zwar eine Retinol-Handcreme, die ich total liebe. Ich weiß, sie ist riesengroß. Ich weiß nicht mal mehr, ob die in der Wundertüte drin war oder so. Ich habe die schon so lange, verbraucht sich gar nicht, sind 200 Milliliter, eine Riesenpackung. Und es ist einfach eine tolle Handcreme. Ich habe oft das Problem, vielleicht kennt ihr das auch, man macht eine Handcreme drauf und nach einer halben Stunde oder einmal Hände waschen und schon habt ihr wieder trockene Hände. Und das habe ich ganz oft das Problem. Und ich liebe dafür meine Retinolcreme. Die ist ein bisschen reichhaltiger wie andere. Und ich mag sie einfach. Ich finde Retinol einfach toll. Und ich hoffe immer mal, dass dann vielleicht so ein bisschen meine Flecken davon weggehen. Aber ich benutze sie auch nicht regelmäßig. Sie steht immer so an meinem Schreibplatz. Und wenn ich woanders bin, da steht sie ja dann nicht. Aber wenn ich so am Schreibplatz bin und ich erinnere mich, trinke meinen Kaffee und gucke meine Hände so an, denke ich mir so, ach, Hände eincremen. Ganz wichtig. Habe überall so ein paar Handcremes stehen, aber die mag ich halt am liebsten. Aber es gibt noch eine, die ich total gut finde, und zwar ist das diese hier von Isana. Die habe ich Tatsache vor kurzem erst kennengelernt. Und hier, also muss ich sagen, sie zieht wirklich super schnell ein, aber sie ist nicht sehr, sehr reichhaltig. Sie ist schon eine von denen, die schnell wieder verschwindet. Aber hier ist es der Geruch, den ich so toll finde. Es ist so ein Wahnsinnsgeruch. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Das ist die Secret Moments. Hier ist Kubuaku-Butter drin. Und diese Handcreme, die riecht so dermaßen nach, oh, ganz langsam, ganz ruhig. Vanille und Lavendel. Es riecht wie Parfüm. Es riecht einfach wie Parfüm. Und dafür liebe ich dieses Produkt. Günstiges, tolles Produkt. Ich benutze sie immer. Nicht, weil sie so toll meine Hände pflegt. Also es tut sie natürlich auch, aber nur vorübergehend. Hier ist es der Geruch, den ich so toll finde. Oh, ich bin richtig süchtig nach diesem Geruch. Ich habe jetzt hier meine Beauty Mates Kollektion aufgebaut und das sind natürlich auch Produkte, die ich über alles liebe und die ich ja jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre benutze. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich schon 3 Jahre. Ich wollte euch einfach nur mal die Sachen zeigen, so wie ich sie benutze. Und auch manchmal kann man sich ja nicht entscheiden, vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Hier habt ihr die Hyaluroncreme für trockene Haut. Das seht ihr an dem lilanen Deckel. Diese hier ist auch schön. Ich benutze auch beide. Die ist für normale Haut. Bei mir sind beide schön. Beide ziehen schnell ein. Benutze ich auch immer irgendwie im Wechsel, weil ich sie halt auch zugeschickt bekomme, ist ja klar. Und dann benutzt man sie halt auch. Ich nehme auch nichts anderes außer dazu dann noch Asam. Das ist der Peptide Lifting Booster. Der ist super gegen Falten. Den mische ich mir dann immer entweder mit einer Asam-Creme oder mit Beauty Mates. Auch das hier, das sind so die Booster, die ich nicht so sehr oft benutze. Mein Fokus liegt mehr so auf diesen hier. Auch Koffein ist immer morgens schön, wenn man aufsteht. Ja, genau. Den Koffeinbooster nehme ich immer ganz oft zusammen mit dem Porenminimizer. Das sind so meine beiden fast jeden Tag Booster, die einfach schöne Haut machen. Ne? Koffein ist drin, Vitamin C und so weiter.
Und ja, ich mag immer nicht so gerne das alles auswendig lernen, was da drin ist. Ich sag euch lieber, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe, weil das, glaube ich, einfach interessanter ist. Wie ist so ein Verbraucherurteil? Was habe ich dazu zu sagen? Sind tolle Booster, die auch ein schönes Hautbild machen und mir einfach ein gutes Gefühl geben. Zaubern können diese Produkte natürlich auch nicht. So, natürlich Game Changer, immer, immer, immer der Augenlifting Booster. Den mische ich mir auch Tatsache mit jeder Augencreme, die ich habe, die ich gerade benutze. Auch mal mit Beauty Mates, wenn ich gerade keine Augencreme habe. Weil diese Cremes, die haben ja nichts weiter drinne, kein Parfüm, kein Silikon, gar nichts. Außer diese hier, die hat am Ende der Inhaltsstoffe ein bisschen Silikon drin. Ist aber nicht schlimm, ne? Bei so vielen Inhaltsstoffen ganz am Ende ein bisschen Silikon, das ist überhaupt nicht schlimm. Also da passiert auch nichts. Wer ganz auf Silikon verzichten möchte, müsste dann diese hier nehmen. So, wie gesagt, den mache ich immer mit in die Augencreme. Der ist richtig, richtig schön. Der macht so kleine Fältchen auch mal weg, Trockenheitsfältchen. Und Aha Glow ist ja das Peeling von Beauty Mates. Da habt ihr Fruchtsäure-Peeling, ist super verträglich und immer sehr gut anzufinden. Am besten abends, pur oder mit der Creme, das ist egal. Könnt ihr auch mit einer anderen Creme benutzen, wenn ihr nur Beauty Mates vertraut. Ich mag sowas ja viel lieber als irgendwas aus der Drogerie, dann nehme ich immer nur Beauty Mates. Und dann am nächsten Tag den Selbstbräuner. Einfach 2-3 Tropfen in eine Gesichtscreme. Entweder nehmt ihr eure Gesichtscreme oder ihr nehmt halt diese hier. Dann mischt ihr das schön und dann habt ihr einen super Selbstbräuner fürs Gesicht. Da nehme ich nichts anderes. Ich mag nichts anderes in meinem Gesicht. Ich nehme nur Beauty Mates und vertraue nur Beauty Mates, weil da habt ihr wirklich keinen doofen Geruch. Er ist wasserfest. Ihr seid niemals, also natürlich, wenn ihr die ganze Flasche nehmt, seid ihr auch mal gefleckt, aber ansonsten bei 2-3 Tropfen seid ihr nicht gefleckt und könnt euch eine schöne Bräune aufbauen. Vielleicht auch gerade interessant für nach dem Urlaub. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Retinol. Ist ein Produkt, was ich auch nicht so sehr oft benutze, hat aber wirklich nichts zu sagen. Heißt nicht, dass es doof ist. Es ist genauso toll wie das von Asam. Nur ich nehme abends Retinol von Asam. Ich würde euch jetzt vorschlagen, wenn ihr jetzt unsicher seid und sagt, schaut doch einfach mal, macht ihr das so wie ich, dass ihr Asam und Beauty Mates benutzt, dann schaut nach dem Preis, was für euch günstiger ist, wo könnt ihr besser, weil dieses Retinol ist genauso wie das von Asam genauso toll. Habe ich auch mal 2 Wochen lang jeden Tag getestet, wunderbar, auch so von den Werten her genau gleich. Es hat auch so eine schöne weißliche Konsistenz, ist ganz toll. Liebe ich auch total, würde ich auch benutzen, wenn ich Asam nicht hätte, auf jeden Fall. Also entweder Asam oder Beauty Mates. Wenn ihr jetzt nur Beauty Mates Produkte benutzt, dann benutzt bitte hier auch diesen Retinol Booster. Was ich auch noch so an dem Selbstbräuner liebe von Beauty Mates, das hat man bei anderen nämlich nicht, dass man da schon nach 2-3 Stunden ein Ergebnis sieht. Und das finde ich einfach toll. Gibt es noch was, was auch lila ist, was ich total toll finde. Hier fehlt der Deckel. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich glaube, ich habe das jetzt schon 3-mal nachgekauft. Ich finde dafür keinen Ersatz. Die ist einfach toll. Ich liebe sie. Es ist überhaupt nicht das Äußere, was mich da anspricht. Gar nicht. Könnt ihr wohl ausgehen. Ich bin nicht so ein Disney-Fan. Aber dieser Geruch, das ist der Wahnsinn. Das riecht wie ein hochwertiges Parfüm. Ich finde fast noch besser als dieses andere lilane Spray, wo man sagt, das ist ein Dupe zum Alien, glaube ich. Ne? Ja, also ich mag das hier fast noch lieber. Fast, also es ist schon ziemlich nah beieinander. Aber wenn ihr mal in der Drogerie seid, schnuppert doch mal. Ich liebe einfach dieses Deo-Spray. Das ist für mich kein Deo-Spray. Das ist für mich ein Spray, womit ich nicht nur mich einsprühe, sondern auch meine Räume. Und ich kriege von diesem Duft einfach nicht genug, weil ich ihn so toll finde. Was ich mir auch mal gekauft habe, das ist jetzt hier ein bisschen größer. Das ist so ein Handtuch von For Your Beauty von Rossmann. Und zwar ist das so ein Tuch, das kennt ihr sicherlich, mit so einem Gummi. Und dann habt ihr hier so einen Knopf. Und ich finde die Qualität unheimlich gut.
Ich glaube, das war bei den, wo es immer so Haargummis gibt. Ich glaube, da in der Nähe findet ihr das. Also ganz toll. Gibt es, glaube ich, auch in zwei verschiedenen Farben. Super Qualität, ganz weich, so richtig schön dick und kuschelig. Und ich liebe das. Gut und günstig, finde ich. Also möchte ich auch nicht mehr darauf verzichten. Im Gegenteil, davon werde ich mir jetzt wahrscheinlich noch mehr kaufen, weil ich brauche die einfach für mein Köpfchen. Ja, ich finde das einfach so toll, dass wenn man nasse Haare hat und längere nasse Haare hat, dass man damit so ein bisschen rumlaufen kann. Und dann sind die Haare schon mal ganz gut getrocknet. Und ich mag einfach die Qualität. Ich habe schon so viel ausprobiert, auch schon mal von Action eins mitgenommen. Dann sind die so dünn und das mag ich nicht. Aber das hier, das hat hier so richtig schön Qualität. Also das ist so richtig schön dick und flauschig. Ganz tolles Produkt. Dann habe ich noch was, das halte ich nur ganz kurz in die Kamera, weil es ist arg benutzt. Das hier ist eine Haarbürste und auch von For Your Beauty. Also die wurde echt schon ganz schön gebraucht. Ich habe sie extra noch gewaschen, deswegen ist sie hier auch ein bisschen nass. Ich liebe sie einfach und ich weiß, dass es die immer noch in der Drogerie gibt und da werde ich mir auch noch mal eine kaufen. Gibt zwar noch eine, die ich noch mal testen muss. Die werde ich auch noch mal mitnehmen. So eine, die so reindrückt. Die ist so gar nicht so eine richtige Bürste, sondern die ist so wie so ein Skelett irgendwie gemacht. Aber nicht das, was wir von früher kennen, sondern bauchiger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Die will ich auch noch mal testen. Aber ansonsten würde ich mir die auch gerne noch mal nachkaufen. Die gibt es jetzt auch, glaube ich, in Blau. Ist ein neueres Produkt und ich liebe sie, weil sie macht wirklich, sie geht. Ich habe lange Haare und wenn die so verknotet sind, die Haare gerade nach dem Waschen, dann komme ich damit einfach am besten und am schonendsten durch meine Haare, weil normalerweise benutze ich nur nächstes Produkt. Das hier ist auch schon ganz viel benutzt, ist auch von For Your Beauty und das ist so eine Wildschweinbürste. Ich hoffe, sie ist vegan. Habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja wahrscheinlich denn. Nee, also ich gehe mal davon aus, dass keine Wildschweine. Wurden damit diese Wildschweine benutzt? Oh Gott, manchmal denkt man auch wirklich überhaupt nicht nach. Ne? Da kauft man eine Wildschweinbürste und denkt gar nicht darüber nach, dass es Wildschweine. Also dann würde ich die nie wieder kaufen. Das will ich auf gar keinen Fall. Muss ich mir jetzt nochmal belesen. Also auf jeden Fall ist das eine Bürste. Ich nehme auch Plastik. Also lieber ich Plastik als jetzt irgendein Wildschwein oder so. Für mich, um Gottes Willen, das will ich gar nicht. Habe ich mir wirklich noch nie Gedanken drüber gemacht. Entschuldigt bitte, das ist jetzt wirklich hier gerade so überraschend im Video, dass ich denke, so Wildschweinbürste. Naja, gut. Lass mir das, ich google das erstmal. Wenn es wirklich so sein sollte, dass es mit Wildschweinhaaren, mit echten Wildschweinhaaren gemacht ist, werde ich die nie wieder kaufen. Nur jetzt werde ich sie natürlich zu Ende benutzen, aber dann kaufe ich sie nicht mehr und werde beim nächsten Bürstenkauf darauf achten, dass ich eine vegane Bürste kaufe. Das ist ja ganz schlimm. Also ich erzähle jetzt erstmal, wenn man lange Haare hat, dann braucht man immer so weiche Borsten, also wie so eine Babybürste. Und diese Bürste war bis jetzt immer eine Bürste, die ganz gut war, weil die einerseits zwar weich ist, aber andererseits auch so ein bisschen stabiler ist, dass man auch die langen Haare sehr gut damit durchbekommt. Und ich habe seitdem, seit ich das benutze, seit ich aufpasse, wie ich meine Haare kämme, nämlich auch nicht, wenn sie so ganz nass sind, sondern ich lasse sie immer erst so ein bisschen trocknen und bin da ganz vorsichtig mit. Also niemand darf meine Haare kämmen, das darf nur ich. Ich bin da ganz, ganz, ganz vorsichtig mit. Und seitdem habe ich keine gebrochenen Spitzen mehr. Also ich habe früher nur Spliss gehabt in den Haaren. Ich habe da aber auch immer durchgeschoben. Das war mir egal, ne? Und seit ich darauf achte, dass ich das nicht mehr mache, viel besser. So, also das wird nochmal erforscht. Und ja, hier weiß ich es jetzt auch gerade gar nicht mehr. Ich hoffe nicht. Kann man auch nicht erkennen. Steht auch nichts drauf. Verpackung habe ich auch gar nicht mehr. Habe ich sowieso gleich in die Ecke geschmissen. Wie man so ist, ne? Ja, gut, also ansonsten, ja, tolle Bürste. Wir werden sehen, ob man sie noch mal kaufen darf. Bis jetzt sind es meine Lieblingsprodukte gewesen. Dann habe ich noch so ein Schwämmchen auch ordentlich benutzt. Guckt da nicht so hin. Lässt sich nicht mehr so gut sauber machen, weil ich schon so oft benutzt habe. Ich glaube, ich habe auch noch einen nachgekauft, der liegt auf dem Schrank. Habe das jetzt einfach nur so ganz schnell mitgenommen, um euch das Video zu machen. Und zwar habt ihr hier zwei Seiten. Einmal so eine schöne Samtseite in Schwarz und ganz, ganz weich. Und die andere Seite ist so ein bisschen Peeling-Effekt. Und ich benutze nur die schwarze Seite und nur für Selbstbräuner. Immer wenn ich aus der Dusche komme und ich bin noch so ein bisschen nass, also ich trockne mich dann gar nicht so ab, dann mache ich immer direkt den Selbstbräuner darauf. Und also das sieht echt so ein bisschen komisch. Also eigentlich ist das Ding sauber, aber das irgendwie die Kamera, die macht das irgendwie so komisch.
Dann mache ich hier den auf die schwarze Seite mache ich dann den Selbstbräuner rauf und dann mache ich auf die nasse Haut, streichel ich mir dann praktisch den Selbstbräuner rauf. Und das ist so schön. Und seit ich das kennengelernt habe, mache ich das nur noch so. Also immer mit so einem Schwämmchen. Ich finde das ganz toll. Ich mache jetzt so einen Selbstbräuner überhaupt gar nicht mehr auf die Hände oder so. Ich mache das immer nur mit dem Schwamm, weil das einfach gleichmäßiger wird und man kommt einfach viel besser überall hin. Und das ist auch schön weich. Ja. Dann habe ich eine neue Skincare-Reihe getestet von Asam. Und zwar ist das ganz neu. Das ist die Ocean Minerals-Reihe. Und das ist richtig toll. Ich halte mal in die Kamera, was ich alles habe. Ich habe also eine Augencreme. Ich habe eine Gesichtscreme. Age Control. Dann habe ich ein Reinigungsgel. Und ich habe eine Körpercreme. Wie heißt das genau? Body Körpercreme. So, das ist jetzt gerade so das Neueste von Asam Beauty. Bekommt man ja auch in der Drogerie. Manchmal, ich weiß nicht, was da immer so, was ihr da so findet und was nicht, ist wohl auch sehr unterschiedlich. Jedenfalls ist diese Reihe sehr schön. Also sie gefällt mir sehr gut. Sie ist auch patentiert. Sie hat eine bestimmte Algensorte hier mit drin und sie ist sehr, sehr darauf gemacht, dass sie keine Silikone drin hat und dass sie sehr, sehr hautschonend ist. Es ist zwar jetzt keine zertifizierte Naturkosmetik, aber kurz davor. Richtig, richtig toll. Ich bin wirklich begeistert. Und ja, das Wichtigste ist irgendwie der Geruch. Super angenehmer Geruch. Hier das Waschgel. Danach habt ihr so richtig quietschige Haut, wenn ihr das benutzt. Ja. Das Waschgel ist auch durchsichtig und das schäumt leicht auf der Haut. Das ist jetzt nicht so ein richtig krasser Schaum, aber es schäumt ganz gut. Und danach habt ihr so richtig quietschtrockene Haut. Nicht quietschtrocken, natürlich nicht. Saubere Haut. Kennt ihr das, so dieses Gefühl, wenn das denn so stockt auf der Haut? Also richtig schön sauber. Ich mache das immer so, dass ich mich ja mit Öl abschminke und danach nehme ich das hier. So, und das liebe ich total. Das ist ein richtig schönes Waschgel. Und das nehme ich ja dann mit meinem Bambustuch immer ab. Dann, wenn ich damit fertig bin, nach dem Duschen sowieso, dann diese Creme hier im Moment nur, weil die auch so toll ist und die riecht auch so schön. Ach, und das ist ein Riesenpott, verbraucht sich kaum. Ist wahnsinnig reichhaltig und ihr habt auch am nächsten Tag noch richtig, richtig schöne gepflegte Haut. Also auch hier wirklich ein Tipp, neues Produkt von Asam. Ganz, ganz, ganz toll. Vielleicht habt ihr schon gewartet, dass mal jemand darüber berichtet. Die Gesichtscreme ist einmalig, total schonend für die Haut, brennt nicht in den Augen, gar nichts. Ist richtig schön, auch wenn man so empfindliche Haut hat. Das ist einfach nur toll und beruhigend. Wirklich eine super schöne Haut. Hat man danach ganz weich und ja, sie riecht immer so leicht nach, ich finde, es ist so ein Wellnessgeruch, so ein frischer Geruch, so nach Sauberkeit. Total angenehm, wirklich. Aber das Wichtigste ist, man macht sie rauf, sie zieht ein und die Haut ist weich. Total toll. Also es ist so eine richtig schöne Tagespflege auch. Für die Nacht nehme ich ja gerne von Asam die Retinol, aber das ist eine tolle Tagescreme. Ja, was soll man dazu sagen? Also einfach eine super schöne Pflege, die mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Hier auch die Augencreme, wenn ich richtig krasse entzündete Augen habe. Ich habe manchmal echt so richtig Brennen in den Augen, weil ich dann ständig so ein tränendes Auge habe. Und dann bin ich immer den ganzen Tag hier am Wischen, am Machen und am Tun. Und dann habe ich die auch mal hier getestet und die hat super schnell beruhigt. Sie ist nicht sehr, sehr, sehr reichhaltig. Also ich kenne noch eine reichhaltigere Creme, aber die ist schon einfach so, ja, wie ist die, wie beschreibt man die am besten? Es ist leichte Pflege, aber trotzdem reichhaltig. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Wenn man das mit Aqua Intense vergleicht, ist Aqua Intense ein bisschen leichter. Ich finde diese hier noch reichhaltiger. Also echt eine schöne, super schöne Pflege. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Die finde ich ganz, ganz toll. Wenn ihr möchtet, kauft mit dem Code 15%, könnt ihr sparen mit, wie hieß ich noch gleich? Charon 15. Steht sowieso in der Videobeschreibung und auch die Links, wie ihr da schnell hinkommt. Vielleicht wollt ihr da auch was anderes testen. Ich glaube, da gibt es noch so einiges. Ich glaube auch ein Peeling. Das würde ich sofort kaufen. Also richtig toll. Super schöne Pflege und wie gesagt, super, super, super Inhaltsstoffe. Ja, dann habe ich noch weiter. Ja, habe ich noch mehr von Asam und zwar, ja, eigentlich zwei Produkte.
Aber die sind gar nicht so entscheidend, was ich euch eigentlich sagen wollte. Das war jetzt nur so eine Erinnerung. Übrigens ist es ganz toll mit Rose. Wenn ihr schon bei Ason seid, kauft euch das bloß. Hier dieses Hawaiian Rose Shampoo. Und davon habe ich mir dann auch nochmal so ein Öl reingestellt. Also ich benutze das immer querbeet. Ich bin ein Asam-Fan. Ich habe ganz viel von Asam und ich liebe über alles meine geliebten Shampoos von Asam. Also die Haarpflege von Asam, die ist auch so genial. Ich liebe das. Ich teste immer mal wieder Sachen aus der Drogerie. Ich habe mal dieses Shampoo, mal das Shampoo. Ich finde die auch immer gar nicht so schlecht, aber kennt ihr das? Irgendwie komme ich immer nicht weg von Asam. Ich finde Asam einfach am besten. Gut, ja, also das ist einfach nur mal nochmal so nebenbei gesagt. Ich liebe die Shampoos, ich liebe die Peelings, ich liebe so viel von Asam. Das wollte ich euch nur mal sagen. Wenn ihr da für euch noch nichts gefunden habt in Sachen Haarpflege, testet gerne mal Asam. Ich bin da wirklich mehr als begeistert und ich lande da auch immer wieder. Immer wenn ich mal Sachen teste, so aus der Drogerie, dann finde ich die zwar immer ganz gut, aber nie so gut wie Asam. Absolut nicht. Weder die Gerüche noch die Pflege. Ich habe mit Asam immer echt so die schönsten Haare und auch lange schöne Haare. Sie sind glänzend, sie sind fluffig, sie sind toll. Ich brauche nichts machen. Ich föhne meine Haare gar nicht, mache gar nichts mit meinen Haaren. Ich lasse die einfach an der Luft trocknen und dann sitzen die so. Ich brauche da nichts machen. Ich schreibe bestimmt, das sieht man. Wie, ihr schreibt das. So, dann habe ich diese Flasche hier auch noch mal reingetan, weil das ist ja mein Rosenwasser, was ich immer bei Amazon bestelle. In regelmäßigen Abständen eine Riesenflasche. Ich weiß, ist auch leider eine Plastikflasche, finde ich auch doof. Aber ihr habt hier 1:1 Konzentration, richtig echtes Natur-Rosenwasser, wo nichts weiter drin ist. Noch besser als das von Rosense. Rosense mag ich auch total gerne, kostet aber 13 Euro und das hier ist wesentlich günstiger. Ich glaube, diese Riesenflasche hat mal, das ist schon eine Weile her, 20 Euro gekostet. Ich schreibe es euch in die Videobeschreibung. Also wenn ihr Rosenwasser braucht, dann kauft auch gleich am besten, weil mit so einer Riesenflasche, Wattepad finde ich immer so unpraktisch. Kauft euch gleich das hier, das habe ich jetzt auch schon, wie lange habe ich die Flasche schon? Eine ganze Weile, ne? Also schon ewig. Ich habe noch nie wieder irgendeine neue gekauft. Kostet 10 Euro. Gibt es auch noch in Weiß. Ist manchmal ein bisschen Staub drauf. Aus Versehen. So, und wenn ihr die aufmacht, dann könnt ihr hier das Rosenwasser reinmachen. Riecht total toll. Ah, ich liebe dieses Rosenwasser. Ich liebe das. Das riecht so nach Rose, ne? So, und dann macht ihr das zu. Und dann habt ihr diesen Sprühstoß, wisst ihr noch? Nicht so, sondern so Nebel. Pass auf, ich mach's mal. Hat man das gesehen? Also nochmal. Ja. Ich liebe diese Flasche. Die ist echt so toll. Ist auch praktisch, ne? Ich würde da auch wirklich alles Mögliche reinfüllen. Was kann man denn da noch so reinmachen? Mal gucken, was ich so finde. Bis jetzt habe ich da immer nur Rosenwasser drin. Und geht immer so schön schnell. Aber wenn man dann andere Sprühs benutzt, denkt man immer, man ist fertig. Aber dieses Spray, der sprüht ja immer so lange ganz fein. Das liebe ich so an diesem Spray. Dann habe ich was auf den Nägeln. Das habt ihr vielleicht ja schon gesehen. Und das sind zwei Produkte. Und zwar zwei Produkte. Also einmal ist das der Nagellack, der schon ganz lange bei mir ist. Das ist dieser Catrice. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Deckel verschwinden ja immer so leicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, da gehört ein schwarzer Deckel drauf. Den habe ich aber nicht gefunden und deswegen habe ich jetzt den genommen. Das ist immer doof bei Catrice, ne? Kennt ihr Catrice Nagellack? Immer verschwinden diese Deckel. Ja, ich lasse ihn jetzt mal drauf, aber stellt euch den bitte mal mit schwarz vor. So ohne Deckel wollte ich es jetzt aber auch nicht zeigen. Nur nicht, dass ihr den Nagellack sucht und ihr findet ihn nicht, weil da ein schwarzer Deckel drauf ist. Das ist das von Catrice und da wurde ich auch wirklich schon mehrmals drauf angesprochen, auf diese Farbe. Das ist die Farbe ohne Brille. Jo. Ich glaube, das ist die 71 Lilac You. Ich werde da mal abfotografieren oder reinschreiben. Und dann habe ich das neue von Essie darauf gemacht auf meine Nägel. Und ich finde, es sieht total schön aus und auch sauber und ordentlich und glitzert auch so ein bisschen. Auch in der Sonne sieht einfach schön aus. Man hat nicht so krassen Nagellack, aber es sieht schön gepflegt aus. Na, ich liebe das. Dann habe ich jetzt diesen Essie drauf gemacht. Das ist der ganz, ganz, ganz neue. Den findet ihr jetzt mit Chance. Ich habe ihn bei DM gekauft. Kostet 7,95 Euro, glaube ich. Und nennt sich Express Fix
Quick Dry. Ist halt so ein Überlack. Gibt es an mehreren Farben. Sie sind alle gut, die Farben. Ich habe jetzt erstmal den. Vielleicht kaufe ich mir den rötlichen auch noch. Also ganz, ganz, ganz toll. Liebe ich über alles. Dann habe ich hier noch was drin. Ja, das ist echt so mein Produkt, ne? Den habe ich ja mal durch Zufall entdeckt bei Rossmann. Inzwischen habe ich gesehen, haben den so einige entdeckt. Ne? Bei Instagram sieht man immer mal Filme. Und ich liebe diesen Puderstift. Ich liebe ihn echt über alles. Er ist so toll. Er ist in der Babyabteilung zu finden. Man kann ihn rausdrücken, ganz vorsichtig, immer nicht zu weit. Irgendwann gibt er seinen Geist auf, aber bis jetzt ist er noch toll. Dieser Puderstift, der macht sehr viel auf der Haut. Und zwar habt ihr damit, wie sieht man das jetzt hier gar nicht in der Kamera, ne? So, da sieht man es jetzt. Es ist halt so wahnsinnig praktisch. Nicht nur, dass er, also man kann ihn super, wenn man so größere Brüste hat, man kann ihn super unter der Brust auftragen, gerade im Sommer oder beim Sport. Oder eigentlich auch immer, weil man da meistens ja immer schwitzt unter der Brust, oder? Für die Frauen, die etwas größere Brüste haben, die kennen dieses Problem. Das nervt immer einfach total. So, dann habt ihr schon mal da auch keine Entzündung. Es gibt auch Menschen, die sind einfach wahnsinnig empfindlich. Und wenn das dann immer da so ein feuchtes Milieu gibt mit Bakterien und Schwitzen und so weiter, dann ist das so, dass sich das mal schnell entzündet. Und mit diesem Puderstift, das ist einfach praktischer, als wenn ihr euch die ganze Buddel irgendwie da so immer raufhaut. Das ist einfach immer ein bisschen komplizierter. Und deswegen ist so ein Stift so toll. Muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil es bleibt halt Puder in Stiftform und darf man nicht so doll drücken, sonst geht er eventuell kaputt, habe ich auch schon gehört. Man kann ihn sehr gut auch in der Leistengegend auftragen. Also es ist alles so schön hautberuhigend und wie gesagt, er kommt ja auch aus der Babyabteilung. Und wo kann man den noch auftragen? Leistengegend? Ja, unterm Arm so. Wenn man kein Deo mag, könnte man das auch machen. Also überall, wo ihr so ein bisschen Beruhigung haben wollt. Wo ihr so ein bisschen, auch unterm Bauch geht das auch, wenn ihr so einen Bauch habt und dann entsteht da so eine Falte, dann könnt ihr das auch so einen Bauch hochholen. So schön muss ich auch machen. Ich muss meinen Bauch auch immer so ein bisschen hochholen und dann darunter mache ich dann meinen Puder. Ganz besonders, wie gesagt, im Sommer. Da war das echt super angenehm. Es war mein Lieblingssommerprodukt. Der ist echt toll. Also da habe ich noch keinen Ersatz gefunden. Ich habe auch nie wieder irgendeinen Puderstift von irgendeiner Marke gesehen, sondern immer nur von Baby Dream von Rossmann. Tolles Megaprodukt. Ja, und dann habe ich noch zwei tolle Sachen. Upsala. Nee, drei tolle Sachen. Das hier habe ich auch noch mal mit ins Körbchen gelegt, weil ich das so toll finde. Hat mir noch neulich eine Dame geschrieben, fand ich ganz, ganz süß. Er hat sie mir geschrieben, sie ist so dankbar, dass ich Urinique gezeigt habe, weil jetzt kann sie endlich ein bisschen Geld sparen oder dadurch spart sie Geld. Nicht, dass ich das hier falsch interpretiere oder falsch behalten habe, wie sie es gesagt hat. Keine Absicht. Sondern sie meinte irgendwie, also sie benutzt das halt anstatt Rituals oder öfter mal statt Rituals, weil man damit Geld sparen kann. Das wäre genauso gut und er würde ihr so gut gefallen und sie ist da so begeistert und das freut mich total. Ne? Ich habe das hier am Waschbecken stehen, seht ihr auch, ist ja in Gebrauch und ich liebe das. Ich liebe das auch, Orinik. Das ist auch wirklich, finde ich, so ein schönes Geschenk auch aus der Drogerie, wenn man was braucht, auch zu Weihnachten. Ich würde das auch jemanden zusammenstellen davon, so ein paar Sachen und dann so schön in so einem Geschenkekörbchen mit Zellophanfolie. Sieht doch super schick aus. Ne? Eine Packung noch selbstgebackene Kekse da oder irgendein Konfekt oder so. Und dann habt ihr ein schönes Geschenk. Ich würde mich darüber super freuen. Und ich mag da alles von. Da gibt es ja auch Peeling, Duschgel, Badeschaum. Gibt es auch was zum Eincremen? Nee, ne? Ich glaube, Eincremen nicht. Ich glaube nicht. Aber alles, was sie haben, ist einfach toll. Ich liebe da alles. Ja, und jetzt habe ich hier noch ein Produkt in der Hand. Boah, das habe ich auch schon 1000 Millionen Mal gezeigt in meinen Videos. Da habe ich auch noch keinen Ersatz gefunden. Das ist und bleibt meine Lieblings-Deo-Creme. Ich habe früher immer Deo selber gemacht mit Kokosfett. Wisst ihr vielleicht noch ein bisschen Natron rein und Pfefferminzöl und fertig war's. Und so ein bisschen noch, wie nennt sich das nochmal, Teebaumöl. Es hielt auch die Mücken fern. Kann man sich auch auf die Waden schmieren im Sommer, wenn man draußen sitzt. Aber ich kaufe Tatsache das hier lieber. Ich würde mir das irgendwie auch noch in Stiftform wünschen. Ich weiß, es gibt sowas inzwischen, aber ich kaufe immer wieder das und muss immer wieder mit dem Finger da rein und mir das dann unterm Arm verteilen, aber es ist einfach auch der Preis, ne? Das Ding kostet hier 1,65, hat echt so einen super schönen, bärigen Geruch und
Ihr braucht euch eine Woche nicht zu waschen. Nein, das müsst ihr schon noch mal zwischendurch. Nein, besser ist. Sonst habt ihr wenig Kontakt zu Menschen, die nehmen dann alle Reis aus. Ja, also wenn ihr mal nicht am nächsten Tag gleich zum Waschen kommt, könnt ihr auch mal so damit rumlaufen. Also es geht. Also super, super zuverlässiges Deo. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Jetzt denken alle, ich wasche mich in der Woche nicht. Ja. Und was ich auch nochmal für mich, ich hüpfe immer hin und her zwischen DM und Rossmann, das war jetzt, Balea ist natürlich DM. Und von Isana gibt es jetzt was, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das wirklich benutze, aber wenn man stehen hat, ist man gemütlich, ne? Ja, das ist von Isana Augen-Make-up-Entferner, ölhaltige Softpads. Ja, also, man sollte ja meinen, so ein YouTuber wie ich, so Beauty-YouTuber, der ständig irgendwas probiert, der liebt es, sich abends abzuschminken und lässt sich so richtig schön Zeit und macht das dann alles. Nein, mache ich nicht. Ich bin abends todmüde, richtig todmüde. Und ich gucke lieber noch 5 Minuten meinen Film, bevor ich mich da stundenlang abschminke. Ja, weil ich gucke mit meinem Mann liebend gerne irgendwelche Netflix-Serien oder Filme. Das ist so mein allerliebstes, so richtig spannende Psycho-Thriller. Und ich liebe das einfach. Und meistens wird es echt immer spät. Und am nächsten Morgen bereue ich das dann. Und dann kommen diese hier zum Einsatz. Ne? Wenn es echt schon so, weiß ich nicht, so 11:30 ist und ich denke so, oh, du musst ins Bett, aber der Film, du willst noch schnell, noch 10 Minuten der Film, aber du willst auch schlafen, sonst kannst du nicht schlafen. Kennt ihr das? Wenn ihr dann zu spät ins Bett geht, dann dreht sich die ganze Zeit das Gehirn, schnell schlafen, schnell schlafen, schnell schlafen, schnell schlafen, schnell schlafen. Da kann ich gar nicht mehr einschlafen. Dann muss ich erstmal noch 5-mal auf die Toilette, dann überlege ich, was ich morgen alles mache und dann habe ich nachher nur noch 4 Stunden Schlaf. Ganz schlimm. Ich muss immer so eine feste Uhrzeit haben, wo ich ins Bett gehe, damit mein Körper noch genug Zeit hat, um runterzufahren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also diese Augenpads, die dreht man halt auf. Dann habt ihr da so eine, die wollte ich schon immer mal wegschmeißen, diese Folie. So, und hier habt ihr dann diese Ölpads drin. Ist mit Öl, ja. Muss man immer ein bisschen aufpassen, was man danach anfasst. Aber sie schminken das Auge einfach so toll ab. Ich liebe ja sowieso von Isana das Öl. Und diese beiden hier, die sind super dünn. Auch so ein bisschen geriffelt und die kann ich dann mitnehmen zum Fernseher. Und dann kann ich mir schon mal das eine Auge abschminken, dann kann ich mit dem anderen Auge weiter Fernsehen gucken und dann kommt das andere Auge, kann ich weiter Fernsehen gucken und so habe ich schon mal Zeit gespart. Ne? Locker 10 Minuten, bis ich meinen Sky High von den Augen bekommen habe. Ja, er löst halt ganz schnell auch. Ne? Gerade den Sky High, den Mascara kriegen diese Pads halt wunderbar ab und sollte nicht die Regel sein, werde ich auch nicht für immer machen, aber wenn ein spannender Netflix-Film läuft, dann nehmt die mit. Nicht nur die Tüte Chips, sondern auch die Abschminkpads könnt ihr länger wach bleiben. Ja, die sind so schön. Da kriegt man auch alles mit ab. Also das ist ganz toll. Und danach geht es natürlich weiter. Was ich auch noch ganz toll finde, das habe ich jetzt eben hier auch noch mal in der Kiste gefunden. Das will ich auch noch mal zeigen. Das ist eine Glasnagelfeile. Kenne ich ja erst seit, weiß ich nicht, ich bin Ü50. Bin, glaube ich, jetzt 52 Jahre alt. Und lerne jetzt seit, ich weiß nicht, 1 Monat, 2 Monate, habe ich Glasnagelfeilen kennengelernt und finde die so toll, dass ich die gerade benutze. Ob ich das jetzt für immer weitermache, weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen und ich habe mir auch Videos angeschaut von Nagel-YouTube-Videos mit so professionellen Menschen, die das können und die das auch gelernt haben. Und die sagten, dass man die mit der Glasnagelfeile die Nägel am schonendsten feilt. Was will man mehr? Ich hoffe ja, dass ich dadurch nicht mehr, ich habe ja nach wie vor kurze Fingernägel, weil die immer abbrechen. Sobald die so eine bestimmte Länge haben, brechen die ab und sagen so, oh nee, wir können nicht mehr. Und ich wollte ja immer mal endlich diesen, oh, wie heißt das, da gibt es so, glaube ich, Micell, so 15 Euro, so eine Flasche aus der Drogerie kaufen und das mal testen, aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht aufraffen. Ich sage mir dann immer, ach, schneid kurz, ist egal. Ja, ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Ich glaube, mit langen Nägeln würde ich gar nicht klarkommen. Obwohl ich überlegt habe, ich könnte auch mal Gelnägel machen. Aber dann dürfen die nicht so lang sein, weil ich das nicht mag. Na gut, ich habe jetzt ganz viel und ganz lange gequatscht. Ist halt Sonntag. Sonntag, Sonntagsfrisur, Sonntags-T-Shirt, ein bisschen gemütlich quatschen. Ja,
Das war's von meiner Seite. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Zeit einfach. Macht's euch gemütlich oder räumt auf oder was auch immer ihr macht. Vielleicht trefft ihr auch euch mit Freunden und macht euch einfach einen schönen Tag mit der Familie oder mit Freunden. Ich sage Tschüss, danke, dass ihr da wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Tschüss.